Hallihallo, der Marc von Digital Minis hier und dann ist die Julia. Julia, grüß dich. Julia steht schon so da, Bauchfeiler, weiß man immer, es gibt den Bauch, aber das ist nichts mehr draußen, Julia, danke. Oder kannst du mal gehen? Und das Bauchpiercing hast du schon mal gehabt. Man sieht auch, wenn man genauer schaut, dass du da schon ein Zahn bist. Okay, ja, da ist es, ja. Und der Grund, warum es nicht mehr da ist, ist, weil du eine OP hattest und dann musstest du es rausnehmen und länger als gedacht war es dann doch draußen, ja. Und dann ging es nicht mehr rein. Ja. Das kann jedem passieren. Das passiert aber manchmal Leuten, diesmal für ein Fotoshooting rausnehmen, dann irgendwie doch noch eine Party machen und am nächsten Morgen irgendwie vergessen und am nächsten Tag dann abends drauf kommen, hoppala. Weil das nach zwei Tagen auch oft so. Deswegen immer wirklich, tragt eure Piercings schon konsequent, damit es eben das nicht passieren kann. Wie lange warst du bei dir draußen ungefähr? Kannst du noch ein paar, zwei, drei, vier, oder? Es waren zweieinhalb Tage. Und wie lange hast du schon gehabt in dem Zeitpunkt? 8 Wochen. Gut, 8 Wochen ist halt. Das ist halt der Klasse, das ist also, ja, das ist halt scheiße. Jetzt hätte er gesagt, ehrlich, um dich zu beruhigen, das hätte auch nach 6 Stunden nicht mehr geklappt. Okay. Da musst du jetzt gar nicht ärgern. Da hätte man wirklich beim Operieren drin lassen müssen. Ja. Oder wirklich raus und sofort rein. Okay. Aber noch direkt so auf dem OP-Tisch. Das war einfach noch zu frisch. Ja. Wenn sowas mal wieder ist, dann für die Zuschauer auch, dann geplante Operationen immer mit dem Piercer besprechen, weil dann können wir natürlich Bioplaststecker reintun, die sind komplett für alle bildgebenden Verfahren geeignet, obwohl die kann ja auch bei MRTCT und Röntgen kann man nicht, aber trotzdem ist dann wirklich ganz neutral, gibt auch keine Artefakte oder und eben bei Strombehandlungen, also wenn man denkt, man könnte vielleicht ja irgendwie wiederbeginnen oder irgendwas mit dem Cooler muss gemacht werden, dann wäre das also auch kein Problem mit Bioplast, deswegen dann damit etwas retten können. Aber wurscht. Dann machen wir es auch nochmal. So. Auch wenn ich es schon gestochen habe und alles gepasst hat, kontrolliere ich immer nochmal nach, weil einfach das Problem, es kann sich immer was verändern im Körper. Und wenn man dann faul ist und denkt, ja, das habe ich letztes Mal schon toll ausgemessen, dann könnte es sein, ich sehe es jetzt zwar, aber ich mache es einfach routiniert. Einfach nochmal kontrollieren, ob alles passt. Einmal in den Spiegel schauen. Oberer Punkt wieder. Ja. Unterer Punkt schön gerade durch. Passt es? Gut. Dann hast du es genommen in hellblau. Zeigst du noch kurz. So sieht es ja was aus, wenn es mal draußen war. Nicht wirklich tragisch. Diese Verfärbung würde übrigens mit der Zeit weggehen. Wenn du es jetzt nicht neu stecken würdest, wäre die wahrscheinlich zum Sommer dann, zum Frühling dann langsam weg. So, hellblau wolltest du es haben. Ja. Haben wir schon rausgesucht mit 2 Steinen. Sonst geht's dir gut? Alles gut. Was machst du gerade? Schülerin oder? Studentin. Was studierst du? Jus. Ja. Willst du dich verklagen, oder? Nein. Die will ich verklagen, ja? Na, wegen Masken. Ich bin noch nie geklagt worden in 14 Jahren, ja? Aber ich habe keinen Bock drauf. Wäre mir aber auch ehrlich gesagt scheißegal, weil ich. Weiß ich, könnte mir nichts vorwerfen lassen, aber trotzdem schön, wenn man das nie hatte. Es gibt Studios, die haben schon immer wieder Ärger. So. Gut. Dann haben wir heute mal eine neue Perspektive ausprobieren, von hinten das ganze Filmen. Bleib mir doch mal, gell? So, Julia. Also. Die Zeit ist ja perfekt von der Jahreszeit her. Kann man das jetzt perfekt nutzen, weil dann hat man im Frühling ein schönes Verhalten gerade für sich. Bist du nervöser als beim letzten Mal oder ist es gleich? Ich
Super, sehr gerne. Und was schlimmer oder weniger schlimm? Ich glaube, weniger schlimm. Schön, dass du sagst. Nein, schau, es ist so, es gibt dieses Gerücht, dass es, wenn man es nochmal nachsticht, mehr wehtut, aber ich muss sagen, ich kann das nicht bestätigen. Ja, aber im Internet gibt es das immer wieder und dann wird es irgendwie nicht los und ich schaue mir sogar noch ein bisschen zu, wie es ist. Und deswegen natürlich ist auch schön, wenn mein Kunde sagt, nee, war nichts, weil viele haben davon totale Angst. Also denken, wenn sie nochmal nachstecken, dann tut es viel mehr weh. Und ich weiß nicht, woher das kommt, bei uns, und wir sagen, stimmt es nicht. Nein, ja. Wie fühlst du dich? Ja. Weißt du, ob es okay? Alles okay. Dann darfst du, wenn du magst, dich hier stellen. Mal wieder die Kamera. So. So. Die Julia steht schon wieder. So. Mal kurz schnell zeigen. Da ist es. Sehr, sehr schön. Freust dich wieder? Ja, sehr. Ist schon so, gell? Man hat es dann doch vermisst, ne? Das stimmt, ja. Wenn man es auf einmal nicht mehr hatte, schauen, ne? Ja, man gewöhnt sich schnell. Ja, aber es ist ja Monate machen, aber ja. Man gewöhnt sich dran. Ich finde einfach, man braucht ein bisschen bei einer Frau, ist einfach, das gehört dazu. Das ist so, das stört den Bauch halt rein, das ist einfach schön, das braucht man nicht reden. Ich erkläre dir kurz die Pflege und die Nachbehandlung. Also erster Schritt, Hände waschen, Hände desinfizieren. Das ist klar, das ist die ersten Videos. Mit Max Golden Hands oder gerne einem anderen Desinfektionsmittel kannst du nehmen, was du möchtest. Dann bitte Hände, wenn du desinfiziert hast, mit Spray und Gläser handeln. Erster Schritt, Bordelin-Spray, zwei Sprüher, zwei Mal aufsprühen, Eindruckzeit 30 Sekunden. Der Küchenrolle nehmen, die Küchenrolle feucht machen, oben und unten ist den feucht abwischen. Zweiter Schritt, Bordelin Gel, nach rechten Tropfen, den Tropfen über oben und unten drauf, bewegen das Piercing hin und her und das war's. Drei Wochen zweimal täglich. Drei Wochen einmal täglich. Sechs Wochen am Stück. Ja. In sechs Wochen sehen wir uns wieder hier zum nächsten kontrollieren. Ja? Duschen, Sport, Haare waschen ist am Morgen erlaubt und Haare vielleicht wieder sechs Wochen. Sonst gibt es eigentlich nichts dran, das gebe ich dir nichts. Ich gebe dir zur Sicherheit nochmal den Pflegezettel oder hast du hier noch zu Hause? Nein, habe ich noch zu Hause. Hast du Fragen? Nein. Dieses Mal sehen wir uns in sechs Wochen wieder hier zum Wechseln. Wenn da Corona, Lockdown, irgendwas wäre, kommst du dann einfach deine 8 und 9 Wochen. Okay. Wichtig ist, nicht selber wechseln, auch wenn du es vielleicht noch schon kennst, oder so ein bisschen. Bitte noch am Anfang nicht machen lassen, dass da nichts schief geht, okay? Keine Fragen mehr? Dann sage ich danke fürs Kommen. Dankeschön. Danke euch fürs Zuschauen, danke wieder fürs Filmen. Tschüss, Baba.